Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Zuschauer, Facebook-Follower und potenzielle Wähler. Mein Name ist Christian Pingel und einige Besucher der gestrigen Veranstaltung zum Sahnbecker Stausee hätten den Eindruck gewinnen können, dass es einen gewissen Zwiespalt zwischen mir und den verantwortlichen Personen aus den Ministerien gegeben hätte. Was glotzt denn so, Freundchen? Ich bin nicht dein Freund, Penner. Was sagst du? Du hast mich doch gut verstanden, Penner. Nein, ganz so schlimm war es dann doch nicht. Auch wenn mich beim Verlassen der Räumlichkeit einige Besucher darauf angesprochen haben, dass den extra nach Pritzwalk gekommenen Beamten meine kritischen Nachfragen wohl nicht allzu sehr gefallen haben könnten. Ich will es heute nur ganz kurz machen und euch die wichtigsten Informationen geben. Die Präsentationsfähigkeit eines betrunkenen Angelwurms ist wahrscheinlich größer als die gestrige. Na gut, also die wichtigsten Informationen. Erstens, der Rückbau des Sees wäre zu teuer. Das ist die beste Nachricht. Das ist nämlich der wichtigste und so gesehen auch einzige Grund für das Land Brandenburg, ihn nicht komplett zu zerstören. Kostenseitig bleibt also nur eine Möglichkeit, und zwar die Umwandlung in einen Landschaftssee. Da gibt es zwei Varianten. Die Variante 5.1, der See wird auf den abgesenkten Stand gehalten, womit er nach meiner Schätzung von aktuell ca. 50 Hektar auf unter 20 Hektar, vielleicht gar nur 15 Hektar fallen wird, was wohl in heißen Sommern den Tod für die meisten Fischarten bedeuten würde. 5.2, der See wird auf der Größe von Februar 2019 gehalten, also vor der Absenkung. Aber auch nach intensivem Suchen und hin und her überlegen ist diesen angeblichen Experten nicht ein Grund eingefallen, warum man das überhaupt machen sollte. Eine meiner Fragen ging um das Thema, wann dann die Studie und das Sicherheitsgutachten online gestellt werden. Das Ministerium geht von nächster Woche aus, aber das Umweltamt muss irgendwie noch was prüfen, ob das soweit überhaupt korrekt ist. Aber dann würde ich es nochmal detaillierter für euch analysieren. Es heißt also, wir müssen Gas geben, müssen dem Land klar machen, dass wir weiterhin den Sahnbecker See haben wollen und nicht die Sahnbecker Modderpfütze. Es würde in einer eventuellen Petition also darum gehen, den See in seiner ursprünglichen Größe zu erhalten. Und es kann gut sein, dass wir dazu schwere Geschütze benötigen und dann auch auffahren müssen. Was haltet ihr davon? Schreibt mich gerne an. Morgen am 1. Mai bin ich in Pritzwalk beim Maifest an der Brauerei oder Melze genannt. Kommt gerne vorbei, sprecht mit mir. Danke für eure Zeit. Ich bleib dran. Bis bald, euer Christian Pinkel. Ist das wirklich alles? Ist das wirklich alles? Ja, für heute ist das alles, aber wer jetzt enttäuscht ist, der kann sich auf mein bald erscheinendes Vorstellungsvideo freuen. Bis dahin, haltet die Ohren steif, morgen schönen Feiertag, macht's gut, euer Christian Pingel.